Hi, ich bin Samantha von PeggyPeg und ich möchte euch heute mal was über die Höhenverstellung von unseren Schrauben erklären. Das Ganze möchte ich am N demonstrieren, das ist die Schraube und das ist der Haken dazu. Das Ganze fädelt man dann so ein und wenn ich jetzt euch mal ganz kurz das Schraubendesign demonstrieren darf, man sieht vorne schon, dass es in zwei Teile aufgeteilt ist. Vorne ist das Gewinde von hier bis hier und dann hinten am Kopf der Schraube sieht man die verschiedenen Ringe, womit wir dann mit der Höhenverstellung arbeiten wollen. Und die will ich euch jetzt erklären. Bei einem normalen Zeltherring ist es so, dass der komplett eingeschlagen wird. Bei unseren Schrauben ist es aber so, dass wir mit der Höhenverstellung arbeiten können. Das heißt dann, wenn die Schraube eingedreht wird und diese dann auf einen Stein trifft und nicht mehr weiterkommt, kann man ganz einfach den Haken in Erdnähe setzen und einklicken. Man kann dann daran das Seil festzurren und somit wird dann die Zugkraft komplett auf die Schraube verteilt. Je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit ist oder eben auch die Härte des Bodens, kann es dann schon mal sein, dass die Schraube halt bis zur Hälfte nur reingeht. Dann sieht das Ganze so aus. Oder auch wenn der Boden ganz weich ist, dann eben so. Ich will da noch mal ganz kurz betonen, dass es ganz easy ist, die Haken ein- und auszuklicken, indem man das Ganze nach unten klickt. Oder wenn man es einklicken will, schräg nach oben. Und das war's. Danke fürs Zuschauen.